Fake oder Fakt? Ist Ernährung wirklich so wichtig für unser Wohlbefinden und für unsere Gesundheit? Also wenn wir essen, dann nehmen wir Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße zu uns. Es ist eigentlich egal, welche Kohlenhydrate wir zu uns nehmen. Jetzt ist es so, wir reden ja bei Kohlenhydraten von letztendlich vom Zucker. Und wir haben ja einen Blutzuckerspiegel. Das heißt, immer dann, wenn Zucker gegessen wird, hat das mehr oder weniger Auswirkung auf unseren Blutzuckerspiegel. Und insofern würde ich sagen, ist es nicht ganz egal, was ich esse und welche Kohlenhydrate ich zu mir nehme, sondern eine Empfehlung wäre tatsächlich eine Low-Carb-Ernährung, also sich eher im unteren Bereich der glykämischen Last aufzuhalten. Gesundheit ist ja immer vorbeugend und will ja Risiken vielleicht auch minimieren. Will nicht sagen ausschließen, aber minimieren. Stelle ich zum einen fest, dass es bei den Kohlenhydraten keine essentiellen Kohlenhydrate, sprich keinen essentiellen Zucker gibt, den wir brauchen. Gibt es nicht. Bei den Fetten haben wir zwei essentielle Fettsäuren, die wir dringend benötigen. Die müssen wir zu uns nehmen, Linol und Alpha-Linolensäure. Auch beim Eiweiß brauchen wir 9 essentielle Fettsäuren, ohne die wir den Rest nicht richtig an Eiweiß als Baustoff für unseren Körper aufbauen können. Als Energielieferant finde ich Fette genial,